Leute, wir sind zurück bei The Legend of Zelda Skyward Sword HD. In diesem Part werden wir uns auf den Weg nach Ranel machen und, ja, gucken, was uns da erwartet. Zelda ist uns hier am letzten Part durch die Lappen gegangen, weil Impa, die Blöde, uns aufgehalten hat. Aber was soll's, wir werden uns jetzt auf den Weg nach Ranel machen, ohne mit der Wimper zu zucken. Auf geht's, runter hier. Wir wollen ja immerhin Zelda noch retten, das ist unsere Aufgabe. So, da geht's nach Ranel. Dafür haben wir immerhin gekämpft. Aber es sieht gut aus. So, dann einmal runter. Gut, Zelda wird irgendwo hier sein. Ich wusste, dass hier noch was ist. So, damit haben wir einen Schatz der Göttin. Das ist okay. So, Bombe nehmen wir mal mit. Mal gucken, was da drunter ist. Gut, nichts Wichtiges. Dann gehen wir weiter. Mal gucken, was uns in dieser Mine erwartet. Ich bin sehr gespannt. Ich habe euch gesehen. Tja, das war wohl nix, hä? Alter, wie viel Ausdauer das einfach verbraucht, ne? Oh, shit. Auf die Viecher müssen wir achten. Solange die nämlich im Elektrozustand sind, können wir die nicht angreifen. Weil dann schocken wir uns selbst. Ha, wer hätte es gedacht. So, wundervoll. Oh, scheiße. Sehr gut. Ich kann mir vorstellen, was wir hier machen müssen. Oder auch nicht. Die müssen wir aber bestimmt nach vorne schieben. Bin ich relativ sicher. Gut. Nice. Da haben wir so einen komischen Stein. Cool. Ich denke. Okay, interessant.
Oh nö, Alter. Da hab ich ja jetzt Bock drauf. Wo kommst du denn her? Wir sammeln hier die Steine der Zeit. Die tragen wir zum Ranell-Steinwerk. Die Steine sind gefährlich und nix für Menschen. Rühr sie nicht an. Ja. Okay. Nice. Das heißt, der Stein hat diesen Ort wieder in die Vergangenheit zurückversetzt. Cool. Die Lore ist für die Steine der Zeit gedacht. Menschen haben nichts darin verloren. Verzieh dich. Bzzz. Ja. Danke, Bruder. Sehr cool. So, hier gibt's doch noch mehr, oder? Ja, zwei Stück noch. Hier muss die Lore durch. Bzzz. Geh aus dem Weg. Ja, danke, Alter. Oh, das ist halt richtig furchtbar, Leute. Quatsch uns nicht von der Seite an. Du störst uns bei der Arbeit. Ich liebe diese Typen da. Die sind halt richtig geil. Das waren, glaube ich, alle. Dann gehen wir erstmal hier lang. Gut, was haben wir hier? Alles klar, sehr nice. So, ich glaube, das ist der richtige Weg. Hier müssen wir gleich sowieso lang, also gehen wir erstmal wieder zurück. Gut. Dann machen wir uns erstmal in den anderen Raum auf. Das habe ich mir gedacht. Ein Zwanni, nice. Hier sind zwei Stück. Du willst hier arbeiten? Dann nimm deine komische Kappe ab und setz einen Helm auf. Bzzz. Danke. Danke, Brudi. In letzter Zeit greifen uns komische Kerle an. Wir haben keine Waffen, um uns zu wehren. Die machen uns fertig. Bzzz. Gut. Das ist ja schön für dich. Gut, da haben wir sonst nichts mehr gefunden. Dann können wir jetzt den Weg gehen, den ich gerade gesagt habe. Zack. Wundert euch nicht, Leute, wenn ich ab und zu mal nach unten auf meine Tastatur schaue. Ich schreibe mir, falls ihr euch das schon die ganze Zeit gefragt habt, ab und zu mal die Zeiten auf, wo ich was mache im Part. Los geht's. Dann einmal rein. Das geht auch. Oha, ist das neu? Also das Loch hier. Oh, shit. Du hast eine Ranell-Ameise gefangen. Man sagt, in dem Bau des Insekts würde sich eine Wasserquelle befinden. So kann es in der Wüste überleben. Cool. Öffne die Truhe. Nochmal ein Zwanni. Nice. Alter, da waren gleich drei Stück drin, ne? Nice.
Und schon haben wir 4. Das gefällt mir. Kann so weitergehen. Sehr gut. Okay. Glücklicherweise war nichts, nichts dabei, was wir hätten gebrauchen können. Oh Gott, das wird jetzt richtig furchtbar, ne? Nee, das wollte ich eigentlich nicht. Okay, die zu besiegen wird leider gar nicht so einfach. So, tschüss, Brudi. Dafür müssen wir nämlich jetzt fürs erste Bomben einsetzen. Und tschüss. So, aber ein Blitzkopper. Sehr interessant. Hier haben wir noch Dekunüsse. Die nehmen wir dankend mit. Da oben ist eine Truhe. Ich will sie. So, den haben wir auch erledigt. War easy going. Jetzt die Frage, was bringt uns das, hier lang zu gehen? Easy. Perfekt. So, oh Gott. Ja, was ist das eigentlich hier? So, tschüss. Alter, cool. Wir verhalten uns fehlerlos. So, ich wette, den muss ich irgendwie nach ganz hier schieben. Für irgendwas brauchen wir den doch, oder? Kann das sein? Okay, hier war noch nichts. So, jetzt müssen wir erstmal wieder unseren Bombenvorrat auffüllen, weil wir haben leider ganz schön viele Bomben verschwendet. So, sehr schön. Nein, Link! Oh, es hat geklappt. Wundervoll. Oh, hier gräbt jemand. Nice. So, das war's. Easy. Reden wir mit ihm. Vor kurzem wurde einer meiner Freunde entführt. Man munkelt, dass diese Kerle uns die Energie abzapfen. Wie schrecklich. Ja, das ist echt traurig für ihn. Aber was sollen wir machen? So, hier ist noch so einer. Tschüss. Das war viel zu einfach. Was macht ein Mensch an diesem Ort? Suchst du etwa Scheine der Zeit? Eher nicht.
Gehen wir weiter. Ach, scheiße. Alter! So, Wiedersehen. So, was haben wir hier? Oh, ein Geschenk der Göttin. Es heißt, dieser legendäre, sehr seltene Schatz habe einst der Göttin selbst gehört. Davon werden wir leider auch noch einige farmen müssen. Irgendwann später mal. Okay, rein da. So. Wir haben alles hier erledigt, zum Glück. Sehr gut. Wir sind in der Wüste Ranel angekommen. Das wird richtig nice werden hier hoffentlich. Wir werden hier viel Spaß haben. Oh, Dreck. Das war knapp. Ich wollte eigentlich nur das hier haben. Schnappen wir uns den Grasballen hier. Nice! Du hast das Wüstengras erhalten. Dieses Gras lässt sich vielleicht für etwas Nützliches verwenden, wenn man es trocknet. Davon brauchen wir nämlich relativ viele. So, okay, eine Rollkrabbe. Ja, nice. Oder wie das Ding auch immer hieß. Ich hab's gelesen und in dem gleichen Moment auch wieder vergessen, lol. Hier wird's jetzt interessant. Ich verstehe schon, was ich machen muss. So, deswegen, wenn ihr hier seid, sammelt euch so 10 Wüstengräser. Noch ein Lügen, ja, nice. So, deswegen, besorgt euch davon einen Vorrat, weil ihr werdet das relativ häufig verwenden müssen, leider. Wundervoll. Hilf mir, Hilfe! Geil! Los geht's! Yeah.
komm nicht ran, ne? Geil, Alter! So, reden wir mit ihm. Du hast mich gerettet. Psst. Das war knapp. Beinahe hätten mir die Kerle den Strom abgeklemmt. Psst. Aber sag mal, ist das etwa ein Käfer? Der kommt von hier, ist aber ein altes Modell. Weil du mir geholfen hast, werde ich dir dieses Ding ein wenig verbessern. Gib mal her. Psst. Du hast den Greifkäfer erhalten. Mit seinen größeren Zangen kann er Items aufheben und tragen. Drücke ZL, um nach unten zu blicken und ein getragenes Item abzuwerfen. Jetzt kannst du mit dem Käfer Objekte greifen und festhalten. Pass auf dich auf. Gut, das machen wir. Vielen Dank, kleiner Roboterfreund. Ein Upgrade für unseren richtig nicen Käfer. Ja, gut gegen die Wand geflogen, Rudi. So, dann schnappen wir uns noch eine Bombe und dann geht's hier lang. Sehr nice. 2x5 Rubine. So, sehr gut. Jetzt die Frage, wo müssen wir jetzt, der Greifkäfer öffnet uns jetzt schon neue Wege? So, der ist down. So, perfekt. Und einen reinwerfen. So, einen haben wir noch und dann können wir loslegen. Dann können wir weitergehen. Sehr schön. So, hier müssen wir leider immer ein bisschen warten, sonst schaffen wir das nicht. Perfekt. Da haben wir einen Bernstein-Halbmond, den werden wir auch mitnehmen. So, perfekt. So, was ist hier oben? Zu dem kommen wir leider noch nicht hin, soweit ich das weiß. Dafür brauchen wir erst ein bestimmtes Item. Das bekommen wir relativ spät im Game erst, leider. Also werden wir auf die noch länger verzichten müssen. Oh, geil, Alter. Nein! Unser schicker Käfer! Schnapp dir die Bombe, Brudi! Gott, diese Gyro-Steuerung. Sie macht mich wahnsinnig. So, ich hoffe, der Käfer kommt bis dahin. So, der Kackvogel ist tot. Ach, scheiße, ja. Ich weiß, was wir hier machen müssen. Oh Gott. Das wird jetzt ja richtig furchtbar. Genau, das müssen wir nämlich machen. Ha.
Vergiss es. Als ob. Da wollte er uns anspucken. Sehr schön. Die drei haben wir uns gegönnt. So, und jetzt brauchen wir wieder unseren Käfer. Oh, das war knapp. Hui, 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 hui. So, gibt's hier irgendwas Cooles bis auf Rubine? Weil das wäre echt lahm. Wundervoll. So, damit haben wir den nächsten Schatz der Würfel der Göttin oder Quader der... Ach, ist scheißegal. Ich hab's vergessen. So, wir haben das Ding auf jeden Fall. Das ist das Wichtigste. Wie geil uns diese Krabbe anguckt, ne? Easy. So, aber wir kommen auch easy weiter. Geschafft. Die erste Stufe haben wir. Dann holen wir uns schnell die Abkürzung. Dann brauchen wir uns hier nämlich nicht nochmal durchquälen. So, wir müssen nämlich nur das Ding hier schieben. Oh nein, ich habe eine der Ameisen getötet. Man kann die auch knacken lassen. Das wusste ich gar nicht, lol. Tatsächlich. Nice. Kann man machen. So, jetzt sind wir wieder an dieser Stelle angekommen. Richtig nice, Alter. So, das wird jetzt sehr, sehr interessant werden. Oh, Vorsicht. Der Käfer will gerade nicht so, wie ich das will. So, jetzt heißt es ein bisschen warten. Also solange es geht, müssen wir jetzt warten. Je näher wir hier rankommen, umso besser. Perfekt. Easy. So, denn auch hier nicht vergessen, wir holen uns die Abkürzung. So, da oben kommen wir auch erst viel, 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 viel später hin. Leider. Sehr gut. Abkürzung abgeschlossen. So, damit brauchen wir die beiden Sachen nicht nochmal machen. So, dann einmal runter und dann hier zum Tor rein. So, okay, hier bereiten wir schon mal vor.
Oh, shit. Geil, Alter. Ja, ich stehe genau bei ihm, Alter. Ah. Hui. Nein. Zerhackt, Alter. Ah, ich weiß, wie man die leicht besiegen kann. Genau. Ihr braucht euch nicht darauf konzentrieren, die zu schlagen. Versucht mit dem Schild einfach richtig abzuwehren. Dann klappt das schon. Oh. Nice. Du hast eine Gerudo-Libelle gefangen. Die Facettenaugen dieses Insekts glitzern wie Rubine. Seine langen Flügel sind durchsichtig wie Glas. Nice. Und hier haben wir noch was. Du hast eine Eönblume erhalten. Blühte bereits in vergangenen Zeiten. Wunderschön und soll im Dunkeln hell leuchten. So, zwei neue Items bekommen. Das finde ich sehr gut. Aber Leute, hier werde ich diesen Part beenden. Im nächsten Part machen wir in der Wüste Ranel weiter. Und schauen, was uns hier erwartet. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Like dieses Video, abonniert den Kanal für mehr Zelda-Content oder wenn ihr mehr von mir sehen wollt. Genießt noch euren Tag und ich hoffe, ich sehe euch im nächsten Part wieder. Bis dann!